Yo, moin moin, werte Freunde. Ich bin gerade irgendwo im Nirgendwo, im westaustralischen Outback. Und ich habe hier einen ziemlich guten Job als Driller bzw. Offsider gefunden. Wie ich da rangekommen bin, was genau ich da mache und natürlich auch, was ich da verdiene, das und noch viel mehr gibt's jetzt in diesem Video. Wir sind in Kalgoorlie in Westaustralien und Kalgoorlie ist nicht nur für Gold und die Superpit bekannt, nein, Kalgoorlie ist auch für Kalgoorlie Cops bekannt. A fly-in, fly-out town, where cashed-up miners roll in to blow off steam. Let's go! A clock's in 24 grand cash. That is insane! Ich bin dann 400 am Betten. Aber hauptsächlich dann doch für Gold. Deswegen heißt die ganze Area hier rundherum auch Goldfields. Und in den Goldfields gibt es nicht nur extrem viel Arbeit, es gibt vor allem auch extrem viel gut bezahlte Arbeit. Und damit komme ich auch schon zum eigentlichen Punkt. Was mache ich hier eigentlich? Ja, ich habe das Glück gehabt, hier eine Position als Driller bzw. Offsider zu finden. Das Ganze ist eher zufällig passiert. Ich war mit Anna beim Sport, Yoga. Und unsere Yoga-Lehrerin hat mir dann empfohlen, doch einfach mal die ganzen Drilling-Companies hier abzuklappern. Gesagt, getan. 2 Tage und 2 Anrufe später hatte ich direkt einen Job als Offsider bei einem sogenannten Underground Specialist. Das heißt, ich arbeite hauptsächlich unter Tage, ab und zu auch mal an der Oberfläche. Und was wir da machen? Naja, wir bohren Löcher. Löcher für Leitungen, Löcher für Sprengungen, Löcher halt. Als Offsider ist es dabei meine Aufgabe, alles zu machen, was nicht das eigentliche Drilling betrifft. Ein Mädchen für alles unter Tage. Das heißt, ich kümmere mich darum, dass die Maschinen immer gut laufen, genug Öl haben, betankt sind und natürlich, dass immer genug Rods nachgeschoben werden. Klingt jetzt erstmal gar nicht so abwechslungsreich, bleibt aber im Großen und Ganzen doch ganz spannend, weil jede Zeit neue Herausforderungen bietet und eigentlich immer irgendwas Neues kaputt geht, sodass man immer neue Probleme zu lösen hat. Der Job ist auf jeden Fall nicht ohne. Das liegt zum einen daran, dass es harte körperliche Arbeit ist, auf der anderen Seite sind es aber auch einfach die Gegebenheiten im Untergrund. Zum Beispiel gibt es einfach kein Licht. Man rennt halt mit so einer Kopflampe auf dem Kopf rum und wenn man nicht dahin guckt, wo man hingucken will, dann ist es halt dunkel. Zappenduster. Ungefähr so. Darüber hinaus ist es warm, feucht, stickig, staubig. Die Luft ist immer voll mit Abgasen und man sieht eigentlich immer aus wie Scheiße. Oh man. Every day. Ja, aber es ist auch was ganz Besonderes, unter Tage zu sein. So kilometerweit unter die Erdoberfläche zu fahren. Die Stille, wenn man alleine da unten ist. Der Untergrund hat sogar einen ganz eigenen Geruch. Kommen wir zum wichtigsten Punkt. Was verdiene ich hier eigentlich? Das ist wie folgt. Ich bin auf einer sogenannten Dayrate, also zu Deutsch einem Tagessatz, und der variiert je nachdem, ob wir jetzt nur unser Equipment aufstellen oder ob wir bohren, zwischen $350 und $400 am Tag. Je nachdem, wo ich arbeite und wie lang da die Schicht ist, können das dann schon so bis zu $50 die Stunde sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Kalgoorlie arbeite, dann fahre ich morgens raus, komme abends wieder, habe eine 8-Stunden-Schicht und das ist dann mehr oder weniger eine 40- bis 50-Stunden-Woche. Wenn ich aber so wie jetzt in einem Camp bin, dann arbeite ich in einem sogenannten Roster. Das heißt, ich arbeite 2 Wochen durch und habe dann 1 Woche frei, arbeite insgesamt mehr, bleibe aber auf dem gleichen Tagessatz. Jetzt muss man noch ein paar Dinge dabei unterscheiden. Ich arbeite halt underground und ich habe bisher noch keinen anderen Backpacker irgendwo im Underground getroffen.
Die meisten Backpacker, die irgendwo eine Position im Mining gefunden haben, machen sogenanntes RC-Drilling. Das Ganze findet an der Oberfläche statt, ist auf jeden Fall auch sau anstrengend, wird allerdings leider nicht so gut bezahlt. Und was mir noch aufgefallen ist, es gibt halt kaum Frauen im Mining. Es gibt zwar schon viele Frauen, die irgendwie so im Underground arbeiten, meistens arbeiten die allerdings als Truckdriver und nicht als Driller oder sonstiges Charge-Up. Ist ja auch Jacke wie Hose. Vor allem habe ich aber noch keine einzige Backpackerin hier in dem Bereich getroffen. Von daher muss ich leider sagen, ich glaube, als Frau hat man hier eher schlechte Chancen. Als Kerl, klar, super, juhu, dicke Kohle, als Frau leider eher schlecht. Ja, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen vermitteln, wie das hier im Goldmining abläuft. Vielleicht denkt sich jetzt irgendwer da draußen, boah geil, das will ich auch unbedingt machen. Wenn ja, cool. Und ansonsten...